Da sich gerade die Ereignisse in Fortnite überschlagen, erzähle ich euch in diesem wunderschönen neuen Fortnite News Video alles, was wir bis jetzt haben. Und wenn du neu bist, gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke gerne mit aktivieren, gerne auch einen Ehrenlike da lassen und macht gerne mal die Aufgaben, die ich euch in diesem Video stelle. Und ihr wisst, mein Hauptziel für dieses Jahr sind die 2000 Abonnenten, die 2K. Deswegen teilt gerne meinen YouTube-Kanal mit euren Freunden. Fangen wir auch mal Fortnite an. Die erste Aufgabe lautet: Schreibt mir mal gerne rein, welches Fortnite-Level ihr seid, denn dazu komme ich später mehr, warum ich das frage. Ich bin Level 187. Und wenn ihr eh Fortnite drin seid, um nachzuschauen, welches Level ihr seid oder generell, dann nutzt doch gerne den Creator-Code von mir. Der geht nämlich einmal ein O, einmal ein G, einmal ein Bindestrich, ein F, ein A und ein N. Wenn das so da steht, dann habt ihr aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Genau, ich würde mal sagen, ich gehe mal den Itemshop schnell durch. Zwar gibt es von der Nacht vom 23.09. auf den 24.09. einen neuen Shop, aber trotzdem mal einen Schnelldurchlauf, was wir bis jetzt haben. Denkt auch dran, eure Sachen euch freizuschalten im Battle Pass, bei den Bonusbelohnungen etc. etc. Denkt auch an die Aufgaben. Und das war's eigentlich schon aus Sicht aus Fortnite. Fange ich auch mal an auf Twitter. Und zwar haben wir den Preis vom Rubis Bundle. Das ganze Bundle kostet 2400 V-Bucks. Einzeln kostet das Skin 1500. Ich glaube, Pickaxe und Lackierung oder sowas 1000 V-Bucks. Lackierung 500 V-Bucks und ein Emote für 300 V-Bucks. Dann geht es weiter. Fortnite hat angefangen, das letzte Update zu testen, wo sich wohl für das Live-Event handeln wird. Denn V31.41 ist wohl das letzte Update, was wir in dieser Season bekommen werden. Hier mal alle Daten. Am 1.10. bekommen wir V31.30. Das ist der Aufbau für die Fortnite-Mers. Am 15.10. bekommen wir das Update V31.40. Da handelt sich es sich um die Fortnite-Mers. Am 22.10. Live-Event-Datei möglicherweise fürs Live-Event ist dann das V31.41. Was ich hier auch gesagt habe mit 31.41. Das ist 3, also V31.30, V31.40, V31.41 und V32.00 ist das Update für die OG Season Chapter 2. Dann kommt morgen, wie ich das auch in dem Hey Stan Video gesagt habe, also in diesem Video, bekommen wir Ranked Modus rein in Reload. Ich glaube, ich weiß zwar nicht welchen Modi, aber ich glaube, du und Teams, glaube ich, gehört zu haben. Steht zwar jetzt hier nicht drin, aber da haben wir auch die Möglichkeit, uns die kostenlose Spitzhacke freizuschalten. Dafür müssen wir 25 Level machen und für den Skin 50. Deswegen habe ich euch am Anfang gefragt, welches Level ihr seid. Damit ich dann ungefähr weiß, wenn ihr diese 50 Level gemacht habt, seid ihr dann dieses Level. Dann hat Fortnite das offiziell bestätigt in einem Blogpost, dass es Fortnite-Mers 2024 gibt. Sie haben auch ein Zitat geschrieben mit: Wir suchen nach offiziellen Erlebnissen, die die Spieler heimsuchen, während Fortnite-Mers von Battle Royale läuft. Und dass sie auch Creator suchen für ein paar Creative-Inseln für das Fortnite-Mers 2024. Dann, wie gesagt, mein Hauptziel dieses Jahr sind die 2000 Abonnenten. Teilt gerne meinen YouTube-Kanal, damit ihr es findet. Damit wir größer werden. Genau. Dann könnt ihr gerne mal auf diesen Link drücken,
Wo kommt ihr denn dann dahin? Auf diese Webseite. Dort findet ihr meinen YouTube-Kanal, Discord-Server, WhatsApp-Gruppe, Instagram und Twitter. Und wenn ihr eh schon dabei seid, die ganzen Sachen auszuchecken, wie zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe, schaut da gerne mal rein. Dort findet ihr auch alle anderen Videos, die ihr vielleicht verpasst habt. Nicht nur meinen YouTube-Kanal hier, sondern auch hier. Dort findet ihr auch dieses Video. Ja, das war ein kurzes, knappes, schnelles Video. Und jetzt kommen wir hier zu dem Hey Stan Bundle ist verfügbar, gratis Update, mehr Veränderungen und vieles mehr. Das Video werde ich euch jetzt hier an dieser Stelle verlinkt haben. Macht die Aufgaben. Habt ansonsten noch einen schönen, angenehmen Tag. Das war's. Kuss geht raus.